Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute dabei seid. Ich freue mich heute, den Konstantin Haslauer vor der Linse zu haben. Konstantin, du bist Obmann der Bürgerbewegung DSO, die souveräne Opposition. Man kennt dich als Grund- und Freiheitskämpfer der ersten Stunde. Du hast uns sehr, sehr begleitet in der Pandemiezeit. Und jetzt ist es so, dass du zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung sozusagen eingeladen wurdest. Magst du ein bisschen erzählen, nachdem ich gestern die APA-Pressemeldung darüber gesehen habe und mir einige Fragen da in den Kopf gekommen sind, wann hat wer eine Klage eingebracht und was ist der Inhalt dieser Klage, warum du vorgeladen worden bist? Ja, danke Natascha für die Einladung und ja, die Öffentlichkeit soll davon erfahren, weil es, man muss echt sagen, ein wenig dubios ist. Die Anwaltskammer hat sich aufgemacht, eben einen klassischen Bürger, der sich um das Rechtssystem gekümmert hat, eben Menschen dann seine eigenen Einsprüche dargestellt hat und gesagt, verwendet es einfach, ich bin damit erfolgreich geworden. Und schlussendlich dann auch, weil dieser normale Bürger eine Strafanzeige eingebracht hat gegen die gesamte Regierung, gegen 183 Abgeordnete, die ich veröffentlicht habe, ganz normal, so wie man das auch macht. Das ist, glaube ich, der Kritikpunkt, welcher hier vorliegt. Und es gab jetzt eine Anzeige von der Anwaltskammer. Die Pandemiezeiten sind vorbei, es gibt mehr Ruhe und jetzt kann man sich einmal die Aktivisten anschauen. Und bei mir kommt jetzt zu tragen, dass ich auf meiner Webseite nebengleis-strategie.com die Strafanzeige veröffentlicht habe und natürlich auch eben das Amtsenthebungsverfahren gegen Dr. Alexander van der Bellen, um es richtig zu nennen, auch publiziert habe. Also mehrere Sachen, auch Schulanzeigen. Und jetzt kommt die Anwaltskammer auf die Idee, und so steht es auch in der Klage, die ganz speziell vorbereitet ist. Konstantin Haslauer wird vermutet, dass er anwaltliche Dienstleistung versieht, so ist es eigentlich richtig, und ohne Lizenz und anwaltliche Ausbildung, also ein Nichtstudierter. Das Und heißt, man bezichtigt dich der klassischen unter Anführungszeichen Winkelschreiberei. Habe ich das richtig verstanden? genau, das habe ich auch da heute mit, Winkelschreiberei, und da muss ich auch lachen. Ich habe da das Gesetz vorliegen. Das ist ein Reichsgesetz von 8. Juni 1857. Das kommt jetzt zu tragen. Die Okay. Winkelschreiberei, die wird mir angelastet, aber ohne Beweise. Das ist recht spannend. Und wie sind die dann vonstatten gegangen? Das muss man einmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt nämlich in dieser Anzeige und Klage zwei Akteure. Und diese gehen gegen den Herrn Haslauer vor wegen dieser Winkelschreiberei. Mal die Anwaltskammer hat eine Anzeige eben eingebracht, wo dezidiert drinsteht, sie vermuten, dass der Herr Haslauer die Winkelschreiberei durchführt und Geld dafür bekommt und nehmen das als richtig an und deswegen werde ich bestraft. So, und das ist schon einmal abgeschlossen, beziehungsweise wollte man mir 1490 Euro aufbürden und da habe ich Gott sei Dank eine Beschwerde eingeleitet und deshalb entsteht hier jetzt eine Gerichtsverhandlung beim Verwaltungsgericht Wien, weil ich eben diese Beschwerde eingebracht habe. So, Hast aber du nicht, Konstantin, ganz kurz, also wenn ich mir das nur jetzt einmal so kurz auf der Zunge zergehen lasse, schaut es ja wirklich aus, als würde man eine politische Hexenjagd gegen dich gestartet haben. Empfindest du das selber eigentlich auch so? ja, definitiv. Und man muss aber sagen, dass es noch einen Unterschied gibt, weil ich habe in den letzten 3 Jahren als Aktivist alleine agiert und eben im Jahr 2022 habe ich ja als Bundespräsidentkandidat, war ich ja im Rennen geführt bei den Unterstützungserklärungen. Auch da gab es schon diese politische Ausgrenzung sehr massiv. Und natürlich jetzt mit unserer Partei, mit der DSO, die souveräne Opposition, beginnt das weiter zu, ja, strukturiert aufzubauen. Und das ist natürlich ganz klar, dass man hier einen Akteur, der natürlich ein Bürger ist, ein Obmann einer Partei, der frei sprechen dürfte, eben hier auch mundtot gemacht werden muss. Das muss man ganz definitiv sagen. Okay, um jetzt wieder auf deine Geschichte zurückzukommen, derer du angeklagt bist und eine Einladung erhalten hast. Du hattest ja, hast mir im Vorfeld erzählt, schon bereits Akteneinsicht gehabt, ja? Und auch eine Vorladung beim Richter Dr. Werner Nagela-Petritz. Was ist bei diesem Gespräch, Konstantin, rausgekommen?
Also spannend, weil ich natürlich in dieser Corona-Zeit auch meine Firmen verloren habe, bin ich ja mittellos geführt, beziehungsweise habe auch kein geregeltes Einkommen, habe Verfahrenshilfe beantragt und habe meine Kontoauszüge eingereicht. Und siehe da, plötzlich kam eine Einladung wieder von den Herrn Dr. Nageler. Ich soll vorsprechen, dass ich ihm den Kontoauszug erkläre. Und ich habe das grundlegend abgelehnt und gesagt, Sie können das doch überprüfen. Das sind 30 Buchungen. Da gibt es ja keine Geheimnisse dahinter. Und auch da wurde mir schon mitgeteilt, wenn ich nicht komme, wird es sofort schlagend. Nämlich die zweite Sache, was ich eben vorhin gerade angesprochen habe, es läuft ja zweigleisig, einmal über das Landesverwaltungsgericht und das zweite ist eben, der Herr Nageler ist ja beim Handelsgericht. Und der österreichische Rechtsanwaltsverein, der führt die Klage in einer besonders großen Höhe, nämlich mit 47.500. Und da gibt es natürlich auch einen rechtlichen Hintergrund. Wenn ich jetzt keine Verfahrenshilfe bekomme, der Herr Nageler hat das geprüft, hat ein Protokoll verfasst, welches er mir nicht vorgelegt hat, zur Unterschrift, zur Korrektur, und hat dann eben gesagt, wir sehen uns bei der Gerichtsverhandlung. Das habe ich so zur Kenntnis genommen. Der Vorteil ist, dass ich dort auch nichts unterschrieben habe. Aber ohne Protokoll wurde jetzt ein Bescheid erlassen, dass ich schuldig bin. Es gibt aber vom Handelsgericht aus noch kein Urteil. Also um das zusammenzufassen, die Strategie der Anwaltskammer und dieses Vereins bedeutet, sie werden jetzt einmal nachdenken oder beziehungsweise bei dieser Gerichtsverhandlung am 28.06. wird hier mal geprüft, bin ich schuldig? Der nächste Punkt wäre, dass diese nicht abgeschlossene Klage, die noch in der Luft hängt, dann zum Tragen kommt. Das ist eine Folgewirkung und so können Sie natürlich einerseits mich verwaltungstechnisch bestrafen. Und der nächste Punkt ist, wenn das dann durch ist, gibt es dann einen klaren gerichtlichen Beweis. Und dann greift natürlich auch die Klage in der Höhe von 47.500. Und da muss man schon sagen, wer denkt sich sowas aus, dass man eine Vorfeldorganisation und die Anwaltskammer ins Spiel bringt? Und jetzt nochmal zur Verfahrenshilfe, wenn man eines versteht, ich habe ja Verfahrenshilfe beantragt, die geht zur Anwaltskammer. Also ist ja völlig klar, dass die Anwaltskammer mir keinen Anwalt stellen wird. Und das habe ich auch dem Dr. Nageler auch gesagt. Ich weiß schon, wie das ausgeht. Und er hat das auch so bestätigt, obwohl er verstanden hat, dass ich rechtskundig bin, also das verstehe, was die Gerichte mit mir vorhaben. Das heißt, du bist jetzt als unter Anführungszeichen normaler Bürger, als Souverän, wo es ja eigentlich sehr schlau ist, sich auch um rechtliche Dinge zu kümmern und nicht alles so zu glauben, wie man es vorgesetzt bekommt. Du hast dich da hineingekniet, wie viele Menschen in dieser Friedens- und Freiheitsbewegung, du halt ganz, ganz, ganz besonders. Und da ist es ja schön, im Sinne der Gemeinschaft und der Menschheitsfamilie, dass man diese Erkenntnisse, die man geschafft hat, also oder die man erlangt hat, mehr oder weniger, auch rechtlicher Hinsicht, dass man das ja mit anderen teilen kann. Und das wird dir jetzt zum Vorwurf gemacht. Und die Anwälte sehen dadurch einen großen finanziellen Schaden in erster Linie. So sehe ich das. Weil das Schöne in Österreich ist ja, der Anwalt kriegt immer sein Geld, egal ob er für dich gewinnt vor Gericht oder verliert. Habe ich das so richtig? Als Laie habe ich das einfach nur so verstanden. Es geht am Ende des Tages nur ums Geld. Genau. Es geht ums Geld und natürlich um den Mundtot von Personen zu schaffen, die halt auch kritisch gegenüber der Regierung agieren. Und das ist in unserer Demokratie ein normaler Punkt, dass eine Oppositionspartei, jetzt nehmen wir vielleicht andere Oppositionsparteien her, SPÖ, FPÖ, die Grünen sind jetzt nicht in der Opposition, aber den EOS, sie werden natürlich kritisch begutachten, was die Regierung macht. Und jetzt kommen wir zum Souverän, der alles bezahlt über den klassischen Gesetzen steht und eine Verfassung. Und das ist auch das, was ich ja vielen Menschen beibringen möchte. Lernt bitte wieder die Verfassung. Also die Verfassung steht über den Gesetzen und die Gesetze müssen verfassungskonform sein. Und jetzt ist schon spannend, wenn man sagt, hey, ich habe eine Vermutung. Es gibt immer natürlich die Unschuldsvermutung, aber auch in diesem Bereich kann ich meine Kritik äußern. Ein Gesetz habe ich erkannt. Ich als Souverän, als bezahlender Auftraggeber, reklamiere das und dann kommt das, ich will das Wort nicht in die Regierung, nennen wir es förmlich und sauber, dann kommt die Regierung beziehungsweise die angeschlossenen Akteure und sagen,
Naja, Kritik, nein. Und wenn du noch in diesem Bereich der Rechtskundigkeit Kritik übst und selber einen Einspruch schreibst, den nur wir schreiben können als Anwälte, dann muss ich sagen, das kann nicht sein. Ich habe mir das alles angeeignet für mich persönlich. Ich habe meine Probleme, die ich eben in dieser Pandemiezeit bekommen habe, damit bekämpft, erfolgreich bekämpft und habe sie öffentlich gemacht und zur Verfügung gestellt. Und das ist jetzt der Kritikpunkt. Auf der anderen Seite gibt es aber zum Beispiel die Anwälte für Aufklärung, die auch Vordrucke sozusagen öffentlich auf ihrer Homepage deponiert haben. Aber gut, das sind die wenigen Anwälte, die auch außerhalb des Systems den Menschen geholfen haben, muss man sagen. Oder innerhalb des Systems, aber auch für kritische Menschen da waren bis zu einem gewissen Grad. Aber du hast das halt wirklich bis zum Exzess betrieben, hast dich da wirklich hineingekniet, über viele Tage, Wochen, Monate immer dir neue Dinge angeeignet und doch großartig, so soll es ja eigentlich sein, Open Source, den Menschen, die nicht so kundig sind und sie nicht so auskennen, quasi zugänglich gemacht. Aber ich gehe davon aus, du bist top vorbereitet für deine Verhandlung am Verwaltungsgericht Wien in der Mutgasse 62 im 19. Bezirk. Und warum wir heute auch dieses Video machen, ist erstens einmal die Erklärung, vielleicht für Menschen, die sich ein paar Fragen stellen. Und vor allem, es wäre ganz, ganz, ganz wichtig, nachdem es eine öffentliche Verhandlung ist, dass am besten so viele Menschen wie möglich dieser Verhandlung auch sozusagen, dass sie daran teilnehmen. Und was wir uns natürlich wünschen würden, Konstantin, ist, dass die Medien, vor allem voran auch die alternativen Medien hier aufspringen, sagen, das ist ein interessantes Thema, das ist ein wichtiges Thema, da geht es um uns, da geht es um unsere Zukunft, da geht es um Recht, da geht es um Politik, da geht es eben um vielleicht politisch motivierte Hexenjagd. Das wird nicht die erste und die letzte bleiben, auch künftig nicht, da bin ich sicher, sondern dass diese Menschen sich mit dir auch in Verbindung setzen, nicht nur im Gerichtssaal vor Ort sind, das wäre natürlich fein, sondern auch Kontakt aufnehmen können, um gegebenenfalls würdest du dich zur Verfügung stellen für Interviews, für Podcasts, für Fernsehsendungen oder was immer. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig und darum auch dieser Aufruf. Man hat eine öffentliche Verhandlung. Die Gerichtsverhandlungen sind primär immer öffentlich geführt, dass eben der Souverän auch einmal grundlegend den Fehler erkennen kann, mit als Zeuge fungieren kann, aber natürlich auch dem Richter klar macht, dass er sich verfassungskonform an diesem Gerichtstag, wo er ja ein Schiedsrichter ist, also er hat ja zwei Parteien, wo er jetzt aufgrund der Beweislage entscheiden muss, schuldig oder nicht schuldig. Es gibt ja keine Grauzone. Und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen sowas auch einmal mitbekommen und ich natürlich auch den Rücken gestärkt bekomme, dass Menschen da sind, die mir auch dann glauben können. Weil jetzt überlege mal, ich habe keinen Anwalt dabei, ich sitze alleine im Gerichtssaal, dann kann man, und ich will jetzt an niemand was unterstellen, aber vieles von meinen Aussagen eben wieder torpedieren, dass sie sagen, ja, der Haslauer hat schlecht hingehört, der kennt sie nicht aus und so weiter. Wenn da aber eine Vielzahl von Menschen dabei sind, dann hat man eine Möglichkeit, auch da diese Zeugen dann eben zu nutzen. Sollte es wirklich zu einer Gerichtsverhandlung kommen, die nicht fair ist, und das unterstelle ich dem Gerichtssystem nicht, sondern ich vertraue auf unsere Verfassung und ich vertraue auf einen klardenkenden Richter, dass er sagt, Moment einmal, da ist was schiefgelaufen, wir müssen revidieren. Ganz genau. Und das ist ein wunderbares Schlusswort. So soll es sein, Konstantin. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Vielen, vielen Dank nochmals für dein Engagement über die ganzen Jahre. Und bitte seid dabei am Mittwoch, den 28. Juni, 10:30 Uhr, 19. Bezirk, Mutgasse 62 am Verwaltungsgericht Wien. Konstantin, alles Liebe und bis bald. Ja, danke dir, Natascha. Alles Gute, bis bald. Gerne. Tschüss.